Wir sind so gesund, wie wir essen und so schlank, wie viel wir essen. Es gibt viele Gründe, um für den Hund selbst zu kochen. Ich weiß genau, was im Futter drin ist, kann natürliche und keine synthetische Zutaten verwenden, was im Fertigfutter oft der Fall ist. Ich kann die Vorlieben meines Hundes kennenlernen und mich danach richten. Ich kann Lebensmittel, die dem Hund nicht bekommen, zum Beispiel Allergie, ausschließen. Ich habe frische Zutaten in der Qualität, die ich gerne hätte. Ich kann mich nach dem regionalen und saisonalen Angebot richten. Es macht mir Spaß, für den Hund ein liebevolles Gericht zusammenzustellen. Ich koche für mich auch gerne. Gerichte können auch für die ganze Familie einschließlich Hund gekocht werden, sodass kein Mehraufwand entsteht. Ich habe einen abwechslungsreichen Speiseplan, was eine Vielfalt an zugeführten Nährstoffen ermöglicht. Ich empfehle, alles nach Garzeit in einem Topf zuzubereiten, um dem Hund die wertvollen Nährstoffe zuzuführen. Den nährstoffreichen Sud nicht abgießen, sondern mitverwerten, falls der Hund Suppiges mag. Der Hund hat im Laufe der Domestikation die Fähigkeit erworben, Stärke besser zu verwerten und dadurch ist er dem Wolf gegenüber im Vorteil. Der Kreativität sind beim Kochen keine Grenzen gesetzt. Hier eine Richtlinie, mit der ich gute Erfahrung gemacht habe. Und so errechnet man die Futtermenge pro Tag. Man nehme 2 bis 5% des Körpergewichts. Davon sollen 50 bis 80% Reinfleisch sein, 10 bis 20% Gemüse, Obst, 5 bis 20% kohlenhydratreiche Komponente wie Reis oder Kartoffeln. Hier ein Beispiel bei Elfi. Elfi wiegt 16,7 Kilogramm. Ich nehme 4% des Gewichts. Ich habe mich für 4% entschieden, weil sie sehr aktiv ist. Das ergibt 1336 Gramm. Davon nehme ich 65% Fleisch, das sind 870 Gramm, 15% Gemüse, das sind 200 Gramm und 20% Kartoffeln oder man kann auch was anderes wie Reis nehmen, das sind 266 Gramm. Die Hunde können so ziemlich alle Gemüsesorten fressen, die wir Menschen auch essen, außer ein paar Ausnahmen, dazu komme ich später. Hier eine Liste, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe. Erst langsam dran tasten, um zu schauen, ob der Hund es verträgt. Zu gekochten Rationen ist es für die Nährstoffaufnahme gut, ab und zu rohes, püriertes Gemüse zuzufügen. Mit diesen Kohlenhydratelieferanten habe ich gute Erfahrungen gemacht. Auch Gemüse und Obst enthalten einen Teil an Kohlenhydrate. Wichtig, gut weich durchkochen. Die Qualität des Fleisches heutzutage lässt zu wünschen übrig. Der Umwelt und dem Tierwohl zuliebe ersetze ich das Fleisch gerne durch Eier, Hüttenkäse, Linsen. Einer der ältesten Border Collies wurde wie sein Herrchen ebenfalls vegetarisch ernährt. In vielen Köpfen steckt noch immer die Meinung, es muss Fleisch sein. Ja, der Hund stammt vom Wolf ab, er hat sich aber durch viele, viele Jahre an den Menschen angepasst und kann zum Beispiel im Gegensatz zum Wolf Kohlenhydrate spalten.
Zu guter Letzt, ich gebe hier meine Erfahrung weiter nach dem Wissensstand von heute. Das Video ist eine Anregung und eine kleine Motivation. Da es meinen drei Hunden seitdem besser geht, wollte ich es unbedingt mit euch teilen. Leben heißt Lernen, dies ein Leben lang, und ich behalte mir vor, überholte Aussagen zu verändern und neuesten Erkenntnissen anzupassen.